Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute eine Sendung für Sie vorbereitet. Da geht es um die doch dramatische Zunahme über die letzten 40 Jahre von den chronischen Erkrankungen. Ich habe heute einen Herrn da, er ist ein ausgewiesener Wissenschaftler, er ist Arzt, er ist Zahnarzt und hat im Bereich der Rantes-Forschung substanzielle Sachen entdeckt und gefunden, die in Zusammenhang stehen mit sämtlichen chronischen Erkrankungen. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass alle Therapeuten, Ärzte und Zahnärzte heute auch ganz besonders gut zuschauen, um einfach hier in eine Interaktivität kommen zu können zwischen Arzt und Zahnarzt, um einfach diese gewissen Herde, die immer wieder entstehen, auch zu finden und entsprechend auch aufzulösen. Der Dr. Hans Lechner, Josef Lechner, aber ich sage ihm Hans, ist heute wieder da. Lieber Hans, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, sehr gerne. Es sind immer sehr lebhafte Dinge, aber es geht auch wirklich an die Nieren, muss ich schon sagen, weil ich einfach sehe, dass man hier 40 Jahre gearbeitet hat und eigentlich etwas ganz Wesentliches nicht beachtet hat. Ich möchte vielleicht kurz eine Folie zurückspringen und hier meinen Zuschauern noch was zeigen, nämlich dieses Bild. Und ich mache eine kurze Zusammenfassung, einfach auch in Revue passieren lassen unserer letzten Sendungen. Wenn man einen Weisheitszahn zieht und nachher ein Röntgenbild macht, dann sieht das so aus, man sieht gar nichts. Wenn man aber keine saubere Wundheilung hat, also entweder gibt es Knochen oder es gibt dieses Fettpölsterchen, also eine nicht ordentliche Wundheilung. Und das ist jeweils bei dieser Dame, die jetzt Brustkrebs entwickelt hatte, an allen vier Orten so drin gewesen. Und in diesem Fettpolster drin hat es das Rantes. Und das Rantes ist schulwissenschaftlich sehr gut dokumentiert, da zeigt sich diese Folie. Hier sieht man zum Beispiel zu Brustkrebs gibt es 5150 Studien, die im Zusammenhang Brustkrebs mit Rantes gebracht haben, aber auch zu ganz, ganz vielen weiteren Erkrankungen. Und das ist eigentlich schlimm, dass hier eigentlich die Zahnarztindustrie, sage ich jetzt mal so, nach wie vor nicht regelmäßig schaut, wie ist die Wundheilung wirklich vonstatten gegangen. Das ist traurig. Richtig, ja, das ist traurig. Ja. Und die Frage, die grundsätzliche Frage ist ja die, wo beginnt die Verantwortung der Zahnärzte, ja, für Krankheitsentwicklung? Und da, du hast die Folie schon eingeblendet, ja, muss man sagen, unsere Bevölkerung, sagen wir mal unsere mitteleuropäisch oder amerikanisch oder wie auch immer orientierte Bevölkerung mit guter Arztversorgung, mit guter Zahnarztversorgung, es steigen chronische Erkrankungen dramatisch an. Na, schauen wir das mal an. ADHD, 827%. Alzheimer, dreimal so viel Alzheimer-Patienten seit 1990. Und das sind also Zahlen, wie gesagt, Centers for Disease Control and Prevention. Das ist also jetzt nicht irgendwo aus dem Finger gesogen. Das sind offizielle Zahlen. Ja. Fibromyalgie, das ist eigentlich eine ziemlich erschreckend hohe Zahl. Also 7000%. Das ist unglaublich, ja. Und da ist jetzt die Frage, gibt es irgendetwas, was die Zahnärzte tun und was möglicherweise mit dieser fatalen Entwicklung zusammenhängt? Ja. Und du hast jetzt mal einen Punkt angesprochen, das ist der Punkt der chronischen Entzündung, dass chronische Entzündungen im Kieferbereich irgendwo anders das Immunsystem entgleisen lassen, in einem anderen Organsystem, Fibromyalgie zum Beispiel, ja, im Immunsystem der Muskulatur und im Immunsystem der Gelenke zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder hier Depression, nicht? Aber Depression haben wir 280%, ja. Klar. Genau. Depression sind wir auch wieder irgendwo bei zentralen Nervensystem und sind wir wieder bei Rantes. Aber wenn ich diese Statistik so anschaue, Entschuldigung, ich finde es einfach irgendwie auch ein bisschen komisch und dramatisch. Wir haben eine Gesundheitsindustrie, wir haben so viel Geld in die Gesundheit reingeputscht. Wir können kaum mehr zahlen, was wir da an Gesundheitskosten haben. Aber unterm Strich haben wir ja viel weniger Erfolg, oder? Richtig. Und genau diese chronischen Erkrankungen, ja, die sind es ja, die unsere Gesundheitssysteme an den Rand der Finanzierbarkeit bringen. Ja, ich meine, der Rheumatiker, der sich 10 Jahre lang nicht mehr richtig bewegen kann, der natürlich arbeitsunfähig ist und so weiter, die Kosten sind immens. Ja, solange wir die Kosten erbringen können, ist es ja alles kein Problem. Aber die Krankenkassen klagen.
Also das ist nicht... Aber wenn ich meine Überlegungen, meine philosophischen Ansätze noch zu Ende bringe, dann kann ich doch eigentlich sagen, wenn ich diese Tabelle der letzten 30 Jahre anschaue, wir sind gescheitert, oder? Richtig. Eigentlich müsste alles besser werden, aber es ist schlechter geworden. Also heißt doch das, was wir jetzt tun, ist nicht der beste Ansatz. Nein, irgendetwas machen wir falsch oder wir übersehen etwas oder irgendwie ist es. Und jetzt muss man natürlich sagen, es gibt ja keinen Organbereich außerhalb von Zahn- und Kieferbereich, wo so viel rumgebastelt wird. Nicht? Mhm. Seit frühester Jugend, nicht? Milchzahnkaries, da kommt dann irgendeine Füllung rein. Egal, was es jetzt ist, Amalgam oder sonst was. Dann werden die Weisheitszähne rausoperiert, weil sie klemmen, weil sie keinen Platz haben. Dann werden sterben Zähne ab, dann werden die Wurzeln gefüllt. Ja. Dann wird der wurzelgefüllte Zahn gezogen. Dann heilt die Wunde vielleicht nicht aus. Ein anderer Zahn wird gezogen und dann wird ein Implantat in das Kiefer hineingesetzt. Nicht? Amalgam, Quecksilber, Gold, egal was, oder? Das ist ja ganz dramatisch. Ich weiß nicht, ob wir darüber groß reden wollen. Ja, da hast du immer eine Schlaufe. Es ist ein Thema endlos, ja, ein endloses Thema. Mhm. Ja. Wobei man beim Amalgam eigentlich nur zwei Dinge sagen muss. Ja. Das Amalgam im Mund dampft Quecksilberdampf aus. Mhm. Es ist bekannt, dass Quecksilber einen sehr hohen sogenannten Dampfdruck hat, physikalisch. Das ist der Grund, warum früher, du wirst es auch noch wissen, ein Quecksilberthermometer in der Schulklasse zertrümmert am Boden. Es muss das Zimmer evakuiert werden. Ja, ja. Das war überall Vorschrift. Das ist übrigens auch die Vorschrift der Feuerwehr, wenn eine Lampe, eine moderne Energiesparlampe am Boden fällt. Also auch? Ja, da hat auch Quecksilber drin. Muss 48 Stunden muss das Haus geräumt werden. Nur die Hausfrau weiß das nicht. Die nimmt den Besen und macht es und den Abfalleimer hin. Ja. Da bleibt es noch 2-3 Tage. Gut. Aber das ist eine Lampe im Leben der Hausfrau. Einmal passiert ihr das. Und dieses Amalgam ist eben ständig im Mund. Das heißt, wir haben ständig diesen Quecksilberdampf, der hier aufsteigt. Und das Fatale ist eigentlich, dass unser Gehirn geschützt ist. Mit einer Blut-Hirn-Schranke. Dass also die Natur weiß, hoppla, das Gehirn ist so wichtig, dass ich es mit einer Schranke vor dem Eindringen von anderen Stoffen schützen muss. Mhm. Und dieser Quecksilberdampf, also physikalisch-chemisch HG0, der geht reibungslos, ungehindert durch die Blut-Hirn-Schranke durch. Das andere Quecksilber, das Methylquecksilber, das ich schlucke, das im Darm dann durch Bakterien steht und so weiter, das unter der Füllung steht, ist lang nicht so schlimm. Ja? Wie der Dampf. Wie dieser Dampf. Das ist das Entscheidende. Ja? Der Quecksilberdampf. Weil dieses Amalgam natürlich keine stabile Verbindung ist. Mhm. Ja? Es gibt den Satz eines deutschen Professors, darf ich zitieren, man muss keine Angst vor Amalgam haben, weil Amalgam ist so stabil wie Kochsalz. Ich habe diesen Satz einem befreundeten amerikanischen Chemieprofessor geschickt und der hat gesagt, das ist natürlich Blödsinn, denn man möge einen Versuch machen. Mit Wasser. Man möge zwei Pfannen nehmen und lege in zwei und setze in zwei Pfannen Mäuse, eine Maus rein. Decke die Pfanne ab und in der einen Pfanne ist Salz, eine Handvoll Salz. Und in der anderen Pfanne ist ein Stück Amalgam. Und dann erwärmen wir diese Pfannen, so dass die Maus das überlebt. Also die Maus muss nicht gekocht werden oder gebrutzelt werden. Ja. Aber durch die Wärme steigt natürlich der Quecksilberdampf noch mehr raus aus dem Amalgam. Mhm. Ja. Und dann gucken wir, welche Maus tot ist und welche Maus lebt. Die Salzmaus lebt natürlich. Warum? Weil Salz, NaCl, Natrium, Chlorid stabil bleibt. Mhm. Nicht einmal das Chlorgas, bekanntes Kampfgas in den Kriegen, setzt sich da frei. Mhm. Es ist eine stabile Verbindung. Aber das Quecksilber setzt sich frei. Und die Maus in der Quecksilberpfanne, die fällt tot um. Den Versuch kann jeder zu Hause, wenn er zwei Mäuse fängt, machen. Nein, geht nicht. Ethikkommission. Ethisch.
Nein, machen wir nicht. Natürlich machen nicht. Wir nicht. Aber es ist völlig logisch. Ich wusste das übrigens auch. Und wir haben ja immer unsere 37 Grad oder Temperaturen richtig. Hier im Mund. Das löst sich immer was natürlich, auf. Natürlich. Ich hatte mal meine Spucke ins Labor geschickt und dann kam nur der Wert zurück. So viel quecksilberhaltiges Wasser darf ich nicht ausleeren in der Natur, weil ich gegen die Grundwasserverordnung verstoße. Richtig. Da hatte ich noch 4 Amalgamfüllungen. Ja. Und jetzt kommt der Punkt. Dieses Amalgam oder dieses Quecksilber, das Gelöste, das du nicht in die Mülldeponie werfen darfst, ja, das diffundiert natürlich in den Knochen hinein. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei unseren fettigen Degenerationen. Ja. Diese Quecksilberionen blockieren lebenswichtige Enzyme und lösen jetzt mit diese schlechte Wundheilung aus. Mhm. Und als Resultat der schlechten Wundheilung haben wir das Fett. Und als Resultat des Fettes haben wir die Rantes-Expression. So schließt sich immer wieder der Kreis, nicht? Mhm. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, diese fettigen Degenerationen rauszumachen und 12 Amalgamfüllungen im Mund zu belassen. Das macht keinen Sinn. Nein, das macht gar keinen Sinn. Nein. Nicht? Mhm. Trotzdem, aber zurück zu den chronischen Krankheiten. Ja, weil einfach das schon sehr erstaunlich ist, wenn ich diese Werte mir so anschaue. Und wir alle so wahnsinnig viel halten. Ich meine, ich halte viel von der ganzen Chirurgie, von der Notfallchirurgie und so weiter. Unbedingt. Das ist ja Wahnsinn, was die machen. Aber wenn wir jetzt wirklich diese explosionsartigen Zahlen sehen, und dann bin ich eigentlich schon ein bisschen schockiert, was die Hintergründe sind, die dazu geführt haben. Natürlich unsere Lebensweise, kaum Bewegung, Ernährungsweise hat sich auch dramatisch eigentlich verschlechtert, oder? Ja. Unser Mineralhaushalt, Vitaminhaushalt, das ist alles zusammengebrochen. Ich persönlich finde besonders schlimm das Chronic-Fatigue-Syndrom, also die chronische Müdigkeit, ja, mit 11.000%. Mhm. Bipolare Störungen in der Jugend 10.000%. Aber bleiben wir jetzt bei diesem chronischen Müdigkeitssyndrom von 11.000%. Ich suche nochmals die Folie. Haben wir hier auch Studien dazu im Zusammenhang mit dem Rantes? Ja, wir landen hier bei der Depression. Ja, 2.440 Studien. Richtig. Im Zusammenhang Rantes mit. Und wie ist jetzt das, wenn jetzt jemand wirklich chronisch müde ist? Wird das abgeklärt? Man hat ja diese Studien, wird jetzt geschaut, wo sein Rantesherd ist. In der Regel nicht, nein. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Aufputschmittel oder Antidepressiva, oder? Richtig. Was ja wieder nicht an die Lösung des Ursache ans Problem geht, sondern es ist ein pharmazeutisches Hilfswerkzeug, um dem Menschen sofort helfen zu können, was gut ist. Ja, das ist wunderbar. Es ist ein Zudecken, nicht? Mhm. Ja, das heißt, ich gucke nicht, ich decke zu, was aber unterm Teppich ist eigentlich. Das lassen wir lieber, das lassen wir lieber drin. Mhm. Nicht? Nach außen sieht es dann gut aus. Ja, wir kennen das alle, nicht? Wir sind am Saubermachen, die Gäste klingeln schon an der Haustüre, wo tun wir den Dreck hin, wo wir keine Zeit mehr haben, den wegzuräumen, der kommt unter den Teppich. Mhm. Und da bleibt er blöderweise. Ja, es ist wie zu Hause, oder? Meine Frau sagt immer mal, so muss auch mal unter dem Bett Staub sein. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber das sieht man ja nicht. Also, wir haben hier eine weitere Folie, diese chronische Entzündungserkrankung. Man redet ja wirklich von der Epidemie des 21. Jahrhunderts, diese chronische Inflammation. Genau. Das ist aber jetzt nicht nur auf Rantes bezogen, sondern ich glaube auch Übergewicht, Fette, die richtig. Führen auch zu diesen Entzündungsherden, oder? Richtig. Aber genau im Fett, im Bauchfett, findet man das Rantes nicht so hoch. Mhm. Es ist ein Spezifikum, ein spezifischer Botenstoff, den wir immer im Kiefer finden. Mhm. Und da sind wir jetzt wieder bei der spezifischen Verantwortung der Zahnärzte. Mhm. Nicht? Dieses Rantes ist eigentlich nur als entgleister, massiv entgleister Botenstoff der Entzündung im Kiefer zu finden. Mhm. Gut, und hier geht es einfach speziell um die entgezogenen Weisheitszähne, die Totenzähne, alles, was da irgendwie im Zusammenhang gemacht wird, also eher an der Wurzel eigentlich. Überall, oder? Wo ein zahnärztlicher Eingriff stattfindet. Mhm. Und wo möglicherweise eine schlechte Heilung ausgelöst wird. Auch unter einem wurzelgefüllten Zahn zum Beispiel. Ja? Wir finden diese Osteolysen auch sehr stark unter wurzelgefüllten Zähnen. Ist schon ein Scheißthema, wirklich. Über Zähne und weißt du, wir kennen alle diese Zahnschmerzen. Es geht auch keiner gern hin und es macht keiner gern. Ich darf aber versichern, heutzutage mit den Lokalanästhetika, ja, wir können auch ein bisschen intravenös die Leute ein bisschen beruhigen und so weiter. Ja. Mhm.
gegenüber einem chronischen Sichtum, nicht, ja, ist ein 20- bis 30-minütiger Eingriff am Zahnarztstuhl eigentlich ein Klacks. Mhm. Eigentlich ein Klacks. Mhm. Ja. Aber eben vorausgesetzt, der Zahnarzt kennt das, sich jetzt damit aus, diese Herde, richtig, die da entstehen durch, statt dass es eine Knochenbildung gibt, einfach diese Taschen gibt, diese Fetttaschen mit diesen Entzündungsherden drin. Er muss sich auskennen, oder? Ja, das ist also darum bin ich dankbar, dass ich hier bin, zum einen. Darum schreibe ich Bücher. Es gibt 4 Bücher von mir, mhm, über diese kavitätenbildenden Osteolysen, mhm, im Kieferknochen mit verschiedenen Untertiteln. Die gibt es bei Amazon. Die kann man bestellen auf der Website unseres Ultraschallgerätes www.cavitao.de. Mhm. Das geht auch. Man kann ins Internet gehen. Man gibt ein Rantes und Lechner und findet dann fast alle meiner Publikationen. Mhm. Ja. Also du sagst auch, dieses Rantes muss im Zusammenhang stehen mit dieser explosionsartigen Zunahme auch von chronische Erkrankung, wie auch hier. Es ist eine der Hypothesen. Die andere Hypothese ist die, dass es um die Materialverträglichkeiten geht. Nicht? Warum hatten wir es denn früher nicht so groß, diese chronischen Krankheiten? Warum sind die so stark explodiert? Haben wir jetzt eine Vielfalt von mehr Möglichkeiten in der Zahnindustrie als gegenüber früher? Richtig. Es gibt die Hypothese, sage ich jetzt mal, die ich nur zitiere. In Afrika gibt es keine oder wenig MS. Das heißt, die Zahl der MS-Fälle lässt sich mit der Zahl der praktizierenden Zahnärzte in direkte Korrelation bringen. Das ist jetzt kein Beweis. Das ist so wie mit dem Storch und mit den Babys. Ja, das ist kein Beweis. Ja. Aber es ist ein interessanter Zusammenhang, nicht, über den man nachdenken sollte. Ja. Oder wir haben natürlich heute moderne Methoden, festzustellen, verträgt der Patient dieses Material oder verträgt das nicht. Zum Beispiel die Kunststoffe. Da gibt es diese Lymphozytentransformationsteste. Und diese Lymphozytentransformationsteste beschreiben diese langsamen Allergien. Nicht? Wir haben verschiedene Allergietypen. Die akute Allergie ist, die Wespe sticht mich ins Augenlid und eine Stunde später habe ich so einen Boller da dran. Die Kausalität, vertrauen wir ja drauf. Gell? Zack, das ist die so. Akutallergie. Ja. Und die andere Allergie ist das, der Zahnarzt bringt bei mir Materialien ein, funktioniert wunderbar. Aber 3 Monate später merke ich, hoppla, ich kann mich nicht mehr so gut bewegen. Ja? Meine Gelenke schlafen ein, ich bin starr, ich steuere auf irgendein rheumatisches Geschehen zu. Fibromyalgie zum Beispiel, habe Muskelschmerzen. Ja. Und jetzt könnte das diese langsame Allergie, die langsame Allergieform, auf dieses Zahnmaterial sein. Nicht? Und dann kann ich mit einem Lymphozytentransformationstest über das Blut, kann ich feststellen lassen, vertrage ich das oder reagiert mein Immunsystem entzündlich auf dieses Material und löst es damit aus. Also mein Zahnarzt macht jetzt das auch schon, diese Tests, bevor man da irgendwas verbaut wird, was dann irgendwo 20 Jahre drin halten müsste. Aber ich glaube, das machen noch nicht so viele, oder? Nein, es ist, sagen wir mal so, leider der klassische anerkannte Test ist der Epigutantest, wo man also dann das Material in die Haut einimpft und dann nach Reaktionen sucht. Dieser Test ist aber wissenschaftlich belegt der schlechteste. Zusätzlich macht es ja keinen Sinn zu sagen, ach so, du verträgst das Material möglicherweise nicht, jetzt impfe ich es dir noch mal ein. Das sind ja so Pflaster, nicht so Impfpflaster. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich ja dann die Reaktion verstärke. Nicht? Ja, logisch. Ja. Also da gibt es heute sehr viele moderne Methoden, um das abzuklären. Mhm. Ja. Aber wie du richtig sagst, es sollte weiter verbreitet sein. Hier gibt es die Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin, die sich mit einem Berliner Labor, mit dem IMD oder auch mit dem Münchner Labor Lab4More, wo wir sehr intensiv zusammenarbeiten und das über diese modernsten Teste klären können. Ja. Ich habe einige bekannte Persönlichkeiten als Ärzte auch immer wieder hier im Studio und die sagen mir auch immer wieder die Bedeutsamkeit der Zähne und eben dieser Zahnchirurgie wird völlig noch unterschätzt. Die ist viel, viel bedeutsamer und sie schicken sehr oft ihre Patienten zuerst zu einem ausgewiesenen ganzheitlichen Zahnarzt, um eben diese Taschen zu finden oder diese Entzündungsherde zu eliminieren. Man muss sagen, die Versicherungen hören das auch nicht gerne, die sogenannten Kostenträger.
Nicht? Ja, wir müssen es auch selber zahlen in der Schweiz. Ja, das ist fast ein bisschen das Bessere, nicht? Weil dann ist die Kümmernis intensiver. Nicht? Weiß ich nicht. Ich habe mit Zahnärzten in der Schweiz gesprochen, die sagen, da kommt ein Deutscher in Notfallmäßig, man schaut ihn ins Mund, das sieht alles gut, kommt der Schweizer, da sieht man Entwicklungshilfe. Tatsächlich, wir sparen. Okay, also okay, es kostet Geld in der Schweiz. Ja? Gut. Aber in Deutschland ist unsere Feststellung, dass die Versicherer und die Versicherungen, ja, egal ob privat oder gesetzlich, da tun wir jetzt mal beide zusammen, dass die eigentlich verhindern wollen, dass solche Erkenntnisse kommen. Mhm. Nicht? Ich habe mal eine Fernsehdiskussion gehabt mit einem Versicherungsleiter, AOK-Leiter, ja. Mhm. Der sagt, um Gottes Willen, wenn rauskommt, dass das Amalgam schädlich ist, dann brechen wir zusammen, weil dann will jeder Patient sein Amalgam raushaben. Mhm. Möglicherweise treten dann Haftungsprobleme auf, mhm, weil der deutsche Kassenzahnarzt verpflichtet ist, dann Amalgam zu legen. Ja. Und dann gibt es nochmal Haftungsprobleme unter Umständen. Ja, und so weiter und so weiter. Also das ist ein riesen, auch finanzielles Problem. Okay, wir wollen nur über die medizinische Seite reden, aber der Zuhörer darf gerne wissen, es öffnet sich da ein bisschen eine Büchse der Pandora. Ja. Aber weißt du, das Thema Amalgam, dass wir das heute noch diskutieren müssen, ist irgendwie schon auch eigenartig, wenn man das sieht, wie fast 100 Jahre ist man da schon dran, oder? Das also ich habe meine Praxis seit 40 Jahren. Mhm. Ich darf sagen, ich habe noch nie eine einzige Amalgamfüllung gelegt in diesen 40 Jahren. Ich wurde mehrfach mit Kassenentzugs bedroht. Ja. Mhm. Es ist wirklich, es ist kein leichtes Geschehen. Mhm. Ja. Also auch bei uns in der Schweiz gilt es offiziell noch wie vor als nicht schädlich. Richtig. Aber es wird nicht mehr häufig gemacht. Richtig. Aber es ist nicht schädlich. Nein, selbstverständlich. Aber Schwangere dürfen es nicht kriegen, Kinder dürfen es nicht kriegen. Ja, natürlich, natürlich. Die alten Männer schon. Ja, ja. Das kommt mir, weißt du, wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut, auch zum Beispiel zu den Röntgenstrahlen, wie das aufgekommen ist, als moderne Geschichte, total cool ist, wenn man sich so sieht, oder? Die Füße, den Rücken und so weiter. Und dann hat man gesehen, was da alles für schädliche Sachen passiert ist. Richtig. Dann ging es das 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre und irgendwann wurde es dann mal verboten. Ja. Asbest, das gleiche Beispiel, Asbest, oder? Ja. Es wird einfach von der Wirtschaft so lange bekämpft, die Erkenntnisse, dass es einfach schwierig ist, sich das durchzusetzen. Und hier bei der chronischen Krankheiten ist das Gleiche. Wer hat denn Interesse, die wirklichen Ursachen aufzulösen? Naja, die Pharmaindustrie hat nicht das Interesse, die wirklichen Ursachen aufzulösen. Ja, wieso auch? Die will es nur dämpfen. Das ist auch gut so. Ja, das ist keine Verdammnis, um Gottes Willen. Mhm. Ja. Aber es sollte eben nicht, und da habe ich dieses eine Bild hier drin, von dieser alte Wissenschaftsstreit, der ist ja nicht heute. Wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee kommen. Ja, ja. Es gab eben den Louis Pasteur, dem wir sehr viel verdanken. Mhm. Ja. Also ohne pasteurisierte Milch hätten wir noch alle Tuberkulose vom Kuhstall oder so irgendwo. Mhm. Ja. Das sollte nicht schlecht sein. Mhm. Aber es sollte eben nicht der Hintergrund vergessen werden. Mhm. Und hier unten ist das schöne Bild, das ich hier mitgebracht habe. Es gibt eben die Keimtheorie, das heißt, der Pasteur sagt, wir müssen den Keim töten. Mhm. Wichtig, gut, Impfung. Impfung tötet den Keim. Mhm. Wir stehen jetzt vor der Impfproblematik mit dem Covid, das ist gut so. Mhm. Gleichzeitig wäre es aber eine gute Idee zu sagen, okay, bevor wir die Impfung haben und eventuell die Leute, die wir jetzt nicht alle gleich impfen können, warum stärken wir nicht deren Milieu? Mhm. Und es gibt zwei ganz klare wissenschaftliche Parameter. Charité Berlin, Universitätsklinik Charité Berlin. Welche Leute sterben an Covid-19? Ich zitiere nur. Die niedrigen Selenspiegel haben und die niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Die haben nämlich 40 oder 50 an Covid-19 gestorbene untersucht und bei allen war das Selen niedrig und das Vitamin D niedrig. Mhm. Ja, warum nehmen wir nicht gleich Selen? Wir wissen, unsere Böden sind Selen verarmt. Wir haben alle ein Selendefizit. Ja, ich appliziere mir jeden Tag Selen. Ich appliziere mir jeden Tag Vitamin D. Warum geben wir nicht Vitamin C, um Immun zu steigern, unser Immunsystem zu steigern? Hat gerade eine Studie gegeben aus Amerika, 190.000 Amerikaner wurden getestet und man hat gesehen, jeder, der einen hohen D3-Wert hatte,
hat nicht mal positiv am Test ausgeschlagen. Ja, ja. All diese Dinge, ja, könnte man alle machen. Mhm. Wäre alles viel billiger als der Lockdown. Mhm. Nein, man stürzt sich nur auf die Keimtheorie, ja. Und die andere, die Milieutheorie, die also solche Wissenschaftler wie Bertrand oder Bichon schon in Frankreich damals, das war ja schon eine Riesendiskussion, ja, das vergisst man. Aber macht das heute nicht die Epigenetik? Eigentlich das Milieu zu betrachten, das Milieu ist entscheidend für die Zelle. Die Epigenetik ist, fragt ja praktisch, was löst das Gen aus? Mhm. Zum Beispiel die Filmschauspielerin, die sich, weil Schwester, Mutter, Ding und so weiter, hatten alle Brustkrebs, die hat sich eben beide Brüste amputiert. Angelina Jolie. Angelina Jolie, danke, ja. Das ist natürlich aus dieser Situation heraus verständlich. Mhm. Medizinisch gesehen ist es Unsinn. Mhm. Denn das Brustkrebsgen selber macht gar nichts. Dieses Brustkrebsgen muss ausgelöst werden. Und jetzt sind wir bei der Epigenetik. Und jetzt sind wir wieder beim Rantes. Mhm. Rantes ist ein epigenetischer Bestandteil, dass das Brustkrebsgen ausgelöst wird. Mhm. Genauso wie der böse Ehemann möglicherweise ein epigenetischer Faktor ist, der das Brustkrebsgen aktiviert. Sehr interessant. Ja, richtig. Sind wir völlig im Milieu. Hm? Genauso wie die tägliche Zigarette das toxisch auslöst. Mhm. Ja, das nennt man eigentlich Epigenetik ringsherum. Mhm. Nicht? Wäre gut für alles, was in den nächsten Monaten auf uns kommen würde, dass man das wirklich auch ein bisschen mehr auch aus dem Milieu betrachten würde und nicht nur einfach diese Keimtheorie umsetzt, weil richtig. Scheint mir auch nicht der richtig. Richtige Ansatz am besten zu sein. Wäre beides, nicht? Milieutheorie präventiv. Ja. Ja. Bewegung bitte. Richtige Ernährung. Stressen. Etc. etc. Wenn es denn dann schief geht, dann brauchen wir die Keimtheorie. Mhm. Nicht? Mhm. Die Keimtheorie ist ja, wie gesagt, nicht falsch. Mhm. Ja. Wir haben ja deswegen so eine gute Bevölkerungswachstum, weil irgendwann einmal einer gesagt hat, wir müssen sauber arbeiten. Ja, genau, und dürfen nicht die Ratten in der Küche haben. Nicht? Das geht nicht. Ja. Das heißt, es ist keine Kritik, kein Ausschluss. Aber uns in der ganzheitlichen Medizin oder ganzheitlichen Zahnmedizin geht es eigentlich um die Vereinigung beider Aspekte. Nicht? Das wäre das Ideale. Ja. Also jetzt noch für die letzten 1 Minuten, für uns, für mich als Konsument eigentlich ganz, ganz wichtig. Ich gehe zum Zahnarzt und sage, er soll bitte mal mit einem Ultraschallgerät schauen, ob alle diese entfernten Zähne sich da gut im Knochen gebildet hat oder ob ich hier irgendwelche solche Fettgewebe habe, die des Rantes machen. Und das Rantes ja verantwortlich ist, haben wir gesehen, für die Antriggerung von potenziellen chronischen Erkrankungen. Richtig. Und alle, die schon eine chronische Erkrankung haben, Umkehrschluss, die müssten eigentlich auch schauen, ob sie so ein Problem hätten. Und das macht ihr Zahnarzt. Und dem muss man auf die Füße stehen und sagen, bitte mach das jetzt. Richtig. Das wäre für die entzündliche Komponente. Mhm. Nicht? Wir kommen sicher in einem weiteren Beitrag auf die chronisch-toxische Komponente. Mhm. Das heißt, welche toten Zähne geben welche Gifte ab? Mhm. Und dafür haben wir auch versucht, Licht in die Sache zu bringen mit einem kleinen Test, wo man jeden Zahn testen kann. Der heißt Orotox. Mhm. Findet man auch auf der Website www.orotox.de, sodass wir beide Bereiche präventiv abdecken können. Danke ganz herzlich, lieber Hans. Ich danke dir. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, dass diese Zahlen, die wir heute gezeigt haben, auch Ihnen gezeigt haben, dass die Wissenschaft von heute möglicherweise auch wieder der Irrtum von morgen ist. Das kennen wir eigentlich aus der Vergangenheit auch immer wieder. Ich hatte kürzlich den Rüdiger Dahlke da, der hat mir mal gesagt, würde heute alle diese Medikamente, die er im Studium geben müsste, heute noch geben, dann würde er ins Gefängnis kommen. Ja. Ist schon verrückt. Ja, ja. Ab 30 Jahren hat man das Zeug geschluckt, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ei, ei, ei. Alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.